sind alarmiert worden zu einer Explosion eines Wohnhauses. Und wo wir eingetroffen sind, war es auch so. Das Wohnhaus ist also im Obergeschoss explodiert. Ein Trümmerfeld von rund 50 Meter rund um das Wohnhaus. Und gleichzeitig stand das Obergeschoss in Vollbrand. Eine alte Gaststätte wird im Moment wohl als Wohnhaus genutzt. Der Bewohner befand sich auch noch während der Explosion im Haus. Ja, wir haben unter größter Vorsicht, da wir nicht wussten, ob noch mehrere Gasflaschen im Gebäude sind, das Feuer aus weiter Entfernung gelöscht. Haben dann im ersten Obergeschoss das erste Obergeschoss mit der Drohne abgeflogen, sodass wir uns sicher waren, dass ehrlich nur eine Gasflasche da war. Die haben wir geborgen und wie gesagt haben dann das Feuer ausgemacht. Und im Moment warten wir auf den Statiker und wir werden teilweise das Obergeschoss noch einreißen, da das Obergeschoss zumindest stark einschussgefährdet ist. Der Bewohner ist mit schwersten Brandverletzungen in eine Klinik nach Dortmund eingeliefert worden mit dem Rettungshubschrauber.